Der Inhalt zählt. Wie funktioniert Content Marketing? Mein Name ist Philipp Sauber, ich bin von der INM AG. Eine Präsentation, die ich schon diverse Male halten durfte, habe ich hier noch auf Video gesprochen. Gehen wir gleich ran. Good Content is not Storytelling, it's telling your story well. Jeder hat eine gute Geschichte, die muss er gut erzählen können. Die Geschichten finden ist natürlich das Thema, aber es geht hier nicht ums Erfinden, sondern es geht ums Finden der richtigen Geschichte aus dem Unternehmen. Was ist Content Marketing? Da habe ich von Bekannten von mir einen guten Spruch gehört. Werbung ist, oder der Unterschied zwischen Content Marketing und Werbung, Werbung ist, wenn ich ein Plakat habe, auf dem steht, das ist der beste Käse, oben ein Bild vom Käse. Ob ich es glaube, das ist die Frage. Bei Content Marketing ist es so, ich lese den Inhalt, ich schaue mir Videos an, ich schaue Bilder, Infografiken an, und sage nachher, aha, das ist der beste Käse. Also es führt mich dahin, dass ich das verstehe und am Schluss denke, das ist der beste Käse, weil mich der Inhalt überzeugt hat. Das ist also der Unterschied. Was sehen andere im Content-Marketing drin? Der größte Teil sieht die Vermarktung kreativer und qualitativer Inhalte, aber man sieht auch unten, in Zukunft wird das immer mehr in SEO reinspielen, also SEO ein ganz wesentliches Thema, wenn es um Content-Marketing geht. Die größte Schwierigkeit ist hier die Recherche und das Erstellen des Contents. Klar, braucht auch verschiedene Skills, da reicht es nicht, wenn ich schreiben kann oder wenn ich im Photoshop gut bin oder wenn ich ein Video machen kann. Ich muss in allen Bereichen stark sein oder mindestens Leute haben, die das sind. Ich habe ein paar Beispiele mitgebracht von kleinen Anpassungen, die man auf Inhalten vornehmen kann, damit sich etwas ändert, damit die Message besser rüberkommt. Ich habe hier im Titel drin Protein-Smoothie, leicht angepasst. Protein-Smoothie, ideal zur Unterstützung des Muskelwachstums. Das heißt, ich werde hier im Titel, wenn ich nicht verstehe, was Protein, für was Protein gut ist, werde ich nicht verstehen, was dieser Drink macht. Ideale Unterstützung des Muskelwachstums, sagt mir aber gleich, worum es geht. Ganz anderer Bereich hier, der Titel Luft entfeuchten. Klar sagt das was aus, wenn ich den Titel aber ein bisschen aufbohre, Luftentfeuchten für private und gewerbliche Zwecke, das sagt mir mal, ich bin nicht nur für Firmen unterwegs oder nicht nur für private, sondern ich bediene zweite und dann unsere Profis bieten viel Erfahrung und Know-how im Umgang mit den besten Geräten. Also hier sehe ich, das sind Profis am Werk, also meldet sich wahrscheinlich auch nicht der für irgendwie 300 Franken dann einen Luftbefeuchter oder einen Feuchter kaufen will. Anderes Beispiel, Automobil. Bereich, da steht Subaru XV 2.0 Swiss 2. Da verstehe ich jetzt, ich kenne ein bisschen aus mit Autos, nicht was das genau ist, vielleicht ein 2 Liter. Wenn ich das aber so schreibe, der bernstarke Crossover mit der attraktiven Zusatzausstattung, dann sehe ich schon viel mehr. Ich erfahre auch was über die Zusatzausstattung oder ich sehe, dass es eine Zusatzausstattung gibt, sehe also, dass das irgendwo ein Added Value hat. Ganz eine wichtige Ergänzung. Worum geht es beim Content Marketing? Ich habe hier die eierlegende Wollmilchsau und das ist im Content Marketing auch so, da braucht es die erste Disziplin. Ich brauche erst eine Strategie, wird oftmals vernachlässigt. Dann gibt es Inhalte, Text, Bild, Video, dann die Technik. Ich muss auch ein Content Management System bedienen können, mindestens so weit wie es geht. Design und User Experience, auch da wichtige Frontend-Entwicklungen, die heute das Erleben eines Auftritts dann besser machen. SEO, wichtiges Thema, Social Media, das ganze Seeding-Thema, Analytics logischerweise für die Auswertung und das Coaching vielleicht auch von Textern, die dann für Firmen die eigene Texter haben, die aber im Bereich beispielsweise SEO oder auch das Seeding, im Seeding-Bereich geschult werden müssen. Ich habe 10 Punkte des Content-Marketings zusammengetragen, was so der Reihe nach betrifft das, und auf die Punkte gehe ich dann nachher auch ein. Definieren der Zielgruppe, die Keyword-Analyse, ein wichtiger Punkt, Inspirationsquellen suchen, also ich ein bisschen sehe, was läuft schon im Netz zu dem Thema und was nicht. Inhalte aktuell halten, was einer der wichtigsten Punkte, die Länge macht es aus, es ist nicht mit wenig Text, funktioniert es heute leider nicht oder nicht mehr, ich muss Inhalte haben, die müssen lang sein, da muss Material vorhanden sein. Die Story, die muss ich logischerweise herausschälen, auch aus einer Firma raus, die vielleicht nicht so ein sexy Produkt hat.
Videos, Bilder, Infografiken, Kreationsbereich, ganz wichtig, Fragen beantworten. Ich muss Fragen beantworten, das ist heute bei Google so, bei Google werden Fragen gestellt, die muss ich beantworten können. Das kommt gerade mit der Spracherkennung, mit Google Now kommt das immer stärker. Trends, was läuft in Zukunft, auf welche Pferde setze ich und dann die ganzen Sharing-Möglichkeiten, die müssen vorhanden sein. Der ganze Analytics-Bereich, den habe ich hier weggelassen, das wäre sonst zu weit gegangen. Ich habe hier am Beispiel unseres Kunden von EKZ das Passivhaus genommen mit so einem Inhalt. Passivhaus, ein Haus, das ohne Strom auskommt, mit Strohwänden, dicken Strohwänden für die Isolation. Der erste Teil, die Zielgruppendefinition, da arbeiten wir mit den Personas, wie Sie das vielleicht auch kennen, Steckbrief kurz einer Person stellen. Was ist der Kontaktgrund, warum kommt sie auf die Seite drauf, warum steigt sie ein? Die will wissen, will Infos haben zum Thema Passivhaus, wenn es ums Bauen geht. Die kommt vielleicht über Google, hat die Seite gefunden und arbeitet am Desktop, das ist ganz wichtig. Was will sie sehen? Technische Informationen zum Bau von Passivhäusern. Also hier muss irgendein Ereignis passiert sein, bevor es losgeht mit dem Bauen. Die ist irgendwo angestanden und kommt dann so auf die Seite drauf. Anderes Beispiel, eine Familie, auch eine Möglichkeit, interessiert sich für ökologisches Bauen, hat in dem Bereich Interesse, kennt vielleicht oder ist schon Kunde beim EKZ und kommt über das Smartphone oder über das Tablet Informationen zum Energieverbrauch und den Kosten. Dann die Keyword-Analyse. Da unterscheiden wir in Kategorien und Suchbegriffe. Eine Kategorie ist sicher das Passivhaus und dazu will ich dann wissen, was sind die Vorteile, die Nachteile, wo wird es kritisiert, was ist es überhaupt? Das Funktionsprinzip. Dann kommen andere Bereiche dazu, die mich dann ums Thema passiv auch noch interessieren. Bauen, da geht es um Fertighäuser und so weiter. Dann geht es ums Wohnklima, ist die Luft schlecht da drin? Das sind Themen, die einen interessieren, die müssen dann auch auf einer Seite stattfinden. Also ich kann mich nicht nur um die Suchbegriffe direkt ums passiv aus, sondern drumherum muss ich mich um die Suchbegriffe kümmern. Synonyme und verwandte Begriffe sind auch wichtig. Google begreift das heute. Das zeigen Studien, wenn ich vor 3-4 Jahren nach einem Suchbegriff gesucht habe, dann musste der genauso auf der Seite stehen. Heute begreift Google, auch wenn es ums Thema geht und listet auch Seiten, die nicht genau den Query, den ich bei Google eingegeben habe, abbilden, sondern irgendwo in der Gegend liegen und eben mit Synonymen arbeiten. Dann Inspirationsquellen, ein wichtiger Bereich. Ist ja heute relativ einfach, jetzt in dem Bereich Passivhaus gab es zum Beispiel auf der NZZ, oder bei Greenpeace oder im Tagblatt einen guten Beitrag mit vielen Kommentaren. Das ist ein Punkt, mit vielen Kommentaren, dann wurden die geliked oder geshared, das sehe ich ja heute alles, damit ich nicht über was schreibe, das die Leute nicht interessiert, dann habe ich hier schon mal einen Input. Dann, wie baue ich den Content auf, das Thema aktuell halten. Ich haue hier nicht alles raus, ich portioniere das, ich bringe das in gewissen Schritten rüber. Erster Schritt, die Einleitung mit dem Video dazu, dann kommt die zweite Portion und so weiter, damit Google immer wieder sieht, also was passiert. Und das sieht man dann auch in der Statistik, was das den organischen Traffic betrifft. Das sehen wir hier am Beispiel einer Seite von uns. Da haben wir Mitte Juli was live gestellt, immer ein bisschen daran gearbeitet, dann irgendwann wieder aufgehört. Und da kommen auch die organischen, also die Suchenden, über die Suchmaschine nicht mehr auf unsere Seite drauf. Hier auch eine Statistik von Basumo, die aufzeigt, dass Inhalte mit mehr Wörtern öfters geteilt werden. Das ist auch ganz wichtig. Logischerweise, auch wenn ich es immer wieder portioniert bringe, kriege ich mehr Möglichkeiten, um das zu sharen und das passiert hier ganz eindeutig. Also wenn ich mehr schreibe, ist die Chance, dass was geteilt wird, größer. Das sieht man dann auch, Beispiel von Wikipedia. Die haben wahrscheinlich aus technischen Gründen immer noch ein relativ veraltetes Design, Layout, trotzdem funktioniert das sehr gut. Ich habe hier eine Einleitung, dann habe ich hier diese Ankertext, Links zu den einzelnen Themen, das Inhaltsverzeichnis, ist also genau auch so aufgebaut. Und ich denke, die Beiträge werden ja besonders oft geshared, das funktioniert sehr gut. Gute Geschichten sind gefragt, wie funktionieren gute Geschichten? Persönlich, transparent, authentisch, einzigartig und inspirierend. Ist für mich nicht ganz einfach, das zu beschreiben. Ich habe dann immer ein Beispiel und das ist
dass ich mir vorstelle, dass ich bei meinen Kindern auf dem Bett sitze und eine Geschichte erzähle. Dann ist sie persönlich, sie ist authentisch, sie ist hoffentlich einzigartig und sollte inspirierend sein, sonst schlafen sie ein, was unter Umständen auch kein Nachteil ist. Aber trotzdem, also das ist so, wie man sowas eben authentisch rüberbringen kann. Und dann nie vergessen, am Schluss noch irgendwo Call to Action reinbringen, dass man auch die Kaufentscheidung dann ankurbelt und das, was passiert. Dann dazu kommen Bild, Ton und Video. Ganz wichtig, funktionieren unheimlich gut, sehen wir nachher noch. Create once, publish everywhere. Das Scope, das geht darum, dass ich die Inhalte dann weiter verwenden kann, also dass ich die beispielsweise auch in Newsletter reinbringe, wenn ich dann schon gute Inhalte aufbaue. Das auf jeden Fall auch. Es ist immer gut, wenn mir Leute noch was dazu tun, den User-Generated Content, dass ich die Möglichkeit habe, vielleicht von einem Kommentar. Macht nicht überall Sinn, kann aber durchaus der Fall sein. Vielleicht reicht es auch auf Facebook und Co., wenn dort kommentiert wird. Verwendung von einfacher Sprache, das ist auch so. Die meisten Leute verstehen komplexere Sachverhalte dann nicht, komplexere Sprachen nicht, auch bei komplexeren Sachverhalten. Und dann ist es wichtig, dass ich einfach bleibe, das bekennen wir ja. Dann ist es gut, mit Menschen zu arbeiten, Protagonisten zu bringen, Interviews machen und so weiter. Das hilft auf jeden Fall auch. Und was nie falsch ist, wenn ich am Schluss noch mit dem Happy End aufhöre. Ich habe hier ein Beispiel drin von einem Text: Im Ruhestand, aktiven Ruhestand ohne finanzielle Sorgen genießen. Unten mit dem Text drin, ob 60, 64 oder 65, Pensionierung bedeutet einen großen Schritt in einen neuen Lebensabschnitt. Die Zeit nach der Pensionierung will gut geplant werden, damit Sie die Zeit im Ruhestand sorglos genießen können. Wenn man das ein bisschen umschreibt, ein bisschen ergänzt, Titel, ein Titel weglassen, genießen Sie sorgenlos Ihren Ruhestand dank unserer Lösung. Das habe ich gerade mal, ich habe eine Lösung und es kann sein, dass der Ruhestand eben nicht sorgenlos ist. Ab dem Zeitpunkt der Pensionierung müssen Sie Ihren Lebensunterhalt aus den Leistungen der AHV, der Pensionskasse, für Sie aus ersparten, das heißt der dritten Säule, finanzieren. Aha, da muss ich also schauen, dass ich irgendwo noch Geld habe, da werde ich mal aufgerüttelt. Durch die demografische Entwicklung werden die AHV-Einnahmen aber immer kleiner, so gewinnt die dritte Säule an Bedeutung. Gut, also jetzt noch ein bisschen einen auf Angst machen, das passt sowieso immer. Je besser Sie also die Zeit nach Ihrer Pensionierung planen, desto befreiter können Sie Ihre Zukunft entgegensehen. Geben Ihnen also gerade die Möglichkeit, dass Sie hier was tun können. Also ganz wichtig, dass ich diese Texte so aufbaue, dass sie dann am Schluss auch irgendwo wieder auf mich zurückkommen, damit sie auf meine Dienstleistung einzahlen. Wichtig auch, die Orthographie. Ich habe hier ein Beispiel. Wollen Sie Persönlichkeiten und eine Partei? Falsch geschrieben. Persönlichkeiten schreibt man mit H. Natürlich nicht so. Aber das Komma hier, das hat sich eingeschlichen. Ganz doof. Die Plakate mussten neu gedruckt werden. Der ist auch schön. I like cooking my family and my pets. Use commas, don't be a psycho. Da fehlt natürlich ein Komma, weil der will kaum seine Familie und seine Haustiere kochen. Will kaum seine Haustiere kochen. Der ist auch gut. Der Truthahn. Das sind so einfache Sachen. Meistens schreibt man das, und ich bin auch kein König, wenn es ums Schreiben geht. Meistens schreibt man sowas und lässt es dann nicht mehr von jemandem anders kurz gegenlesen. Das lohnt sich immer auch bei so Präsentationen, wenn noch kurz jemand draufschaut, damit nicht gerade die bösesten Fehler drin vorkommen. Dann geht es mit Google, das ist ja meistens so kurz da reinschauen, dann weiß ich auch, wie man Truthahn schaut. Ist übrigens der meistgenutzte Fall, dass jemand bei Google, dass jemand die Rechtschreibekorrektur auf Google durchführt. Das wird Google am meisten genutzt. Wichtig auch ist immer noch dass die Meta-Tags und der Titel ganz entscheidend, dass da was drinsteht, das mich dann auch dazu auffordert, ein USP und eine Handlungsaufforderung, dass ich dann auch auf den Link draufklicke. Ist für die Suchmaschinenoptimierung selber nicht mehr so wahnsinnig relevant, wie es früher mal war, aber natürlich entscheide ich anhand dieser beiden Elemente hier und vielleicht sogar noch dem Link, ob ich dann auf ein Suchresultat klicke, wenn es dann schon erscheint oder nicht. Und wichtig hier, das Thema Mobile. Heute wird sogar angezeigt,
ob ein Gerät, ob es vom Mobiltelefon optimiert ist oder eben nicht, klicke ich natürlich eher drauf, wenn ich mit dem Handy unterwegs bin. Videos, Inhalte, ganz entscheidend, Video verlängern die Besuchszeit, was sicherlich ein Vorteil sein kann. Das sehen wir hier anhand dieses Videos. Ohne Video war die Besuchszeit 45 Sekunden auf der Seite drauf. Mit Video sind es 2 Minuten 30. Das schaut man sich an, das ist ein Vorteil. Merkt auch Google, wenn ich länger auf einer Seite drauf bleibe. Funktioniert wunderbar. Und auch sonst, wenn ich die Videos auf YouTube habe, ich sehe hier meinen YouTube-Channel und zwischen dem September 13 und dem Oktober, November 14 habe ich keinen einzigen Video hochgeladen. Vorher war ich ein bisschen aktiver. Und man sieht hier, das hält sich praktisch die Waage. Also da ist kaum was passiert, was die Views betrifft. Die sind nicht unbedingt zusammengebrochen, vielleicht ganz wenig. Und der Grund dafür ist natürlich, dass die meisten, die ein Video anschauen, die kommen über die YouTube-Suche oder über die vorgeschlagenen Videos. Das macht 50% dieser Views aus, die ich in der Zeit gehabt habe. Das ist also ganz ein wesentlicher Faktor, dass ich diese Videos auf YouTube habe und sie dort auch optimiere. Das darf man nicht vergessen. Dann hier ein Ausspruch, Words are arguments, visuals are facts. Ganz ein wichtiger Punkt. Beispiel Infografiken. Da gilt es auch, dass ich Bilder integriere, aber gerade die Infografiken, die sind natürlich ein Vorteil, denn die sind erstens mal nicht vertont. Das heißt, wenn ich am Arbeitsplatz sitze, muss ich mir nicht den Sound anhören dazu, was vielleicht unter Umständen nicht funktioniert. Und es ist nicht zum Lesen oder nicht so zum Lesen, sondern ich kann auch kurz das Ding überfliegen und mir diese Bereiche rauspicken, die mir dann passen. Funktioniert auch sehr gut, sieht man auch hier wieder. Sehr lange Verweildauer, die durchschnittliche Verweildauer auf der Webseite ist 1:16 mit diesem Bild hier sind's, oder auf dieser Seite drauf mit der Infografik sind es 2:24. Was man aber auch sieht, gerade so bei einem Blogpost, dass die natürlich relativ schnell dann wieder verschwinden und die Besuchszahlen dann auch über die organische Suche wieder abnehmen. Was vorbei ist, das ist hoffentlich allen klar, ist das Keyword Stuffing. Hier geht es darum, mit Zürich und Pizza gefunden zu werden. Und es geht hier heute auch nicht mehr um Keywords, sondern es geht um Fragen. Ich habe hier zwei Fragen mitgebracht. Die eine heißt, wann starb Robin Williams? Und die andere heißt, wie starb Robin Williams? Das sind dann, genau, der Unterschied ist hier nur das Wann und Wie. Früher hätte Google das wahrscheinlich kaum Beachtung geschenkt oder hätte ihm keine Beachtung geschenkt, sondern es ging nur um Starb Robin Williams und dann wäre irgendwie der Wikipedia von Robin Williams gekommen, dann hätte man sich das da raussuchen können. Heute schaut das so aus, ich komme mit den Answers gleich rein, da steht und da sieht man den markanten Unterschied. Oben, wann starb er, ganz klar Ort und Zeitangabe und unten starb er, steht wie er starb durch Erhängen. Also die Fragen werden ganz klar aufgelöst. Wenn ich jetzt aber verschiedentlich noch, wann starb Robin Williams, an welchem Tag hat sich Robin Williams umgebracht, wie lautet das Todesdatum von Robin Williams, dann kommen hier, wenn ich das bei Google suche, immer die gleichen Antworten. Also Google versteht das Ganze. Das ist so ein bisschen der Hummingbird, das ist ein größeres Update gewesen, das du Google gemacht hat. Die semantische Suche spielt hier rein und das hat nicht nur ein paar Prozent der Suchresultate beeinflusst, sondern das ging gegen die 90%. Das war eigentlich einer der größten Updates überhaupt von Google in den letzten Jahren. Und genau das muss ich natürlich jetzt auch bei meinem Passivhaus machen. Ich muss jetzt hingehen und mich fragen, was fragen sich die Leute? Oder was ist ein Niedrigenergiehaus? Was ist ein Passivhaus Plus? Offenbar auch eine Frage. Warum sind Passivhäuser die Zukunft, die Häuser der Zukunft? Das sind Fragen, die sich Leute stellen oder dann auch im Umweltbereich, irgendwie was, wenn das Passivhaus anfängt zu brennen. Das sind Fragen, die Leute bei Google eingeben oder per Spracheingabe bei Google anfragen. Das kommt immer mehr, das kommt vor allem bei den Smartphones, das ist ein Riesenthema. Ich hatte kürzlich eine Demo gesehen von einem Google-Mann, was da schon möglich ist. Unheimlich, was die Suchmaschine hier dann schon versteht und auch selber an Intelligenz dazu bringt, ganz ein wichtiger Faktor. Dann der letzte Punkt sind die Trends.
Da muss ich halt schauen, ist Passive House ein Thema, das eher am Steigen oder am Abnehmen ist, sonst investiere ich da besser nichts. Dann gibt es Möglichkeiten, wie ich beispielsweise, das habe ich gefunden, auf Google Plus Explore, kann ich nach Passive House suchen und sehe dann Beiträge auf Google Plus, die besonders gut gelaufen sind. Also dann sehe ich schon mal, was Material ist, das Potenzial hat. Dann gibt es weitere Möglichkeiten auf Seiten, da sehe ich dann gleich, wie viele Facebook-Shares, wie viele Tweets das ein Artikel abgeworfen hat zu einem Thema wie eben das Thema Passive House. Oder natürlich Plattformen wie Quora, wo ich Fragen nach Fragen suchen kann und auch hier wieder Inspirationsquellen habe. Seeding nicht vergessen, gleich zum Vorhinein dem Publisher dann die Möglichkeiten aufzeigen in diesem Texterbriefing drin, was alle diese Punkte zusammenfasst, in diesem Texterbriefing drin zeigen, wo er nachher den tollen Inhalt, den man dann aufgebaut hat, auch verbreiten kann. Wichtig auch, sogar im Newsletter, Sharing-Möglichkeiten anbieten, einfach auf jeder Seite drauf, damit Inhalte, die gut sind, dann auch einfach geteilt werden können. Ganz kurz noch die Takeaways. Frage, die man sich stellen muss, selber machen oder extern geben, ist natürlich immer eine Frage, wie viel Personal, Ressourcen das man hat. Da kann man natürlich auch einen Teil intern machen, einen Teil rausgeben. Das muss man sich aber genau überlegen, weil der Aufwand ist nicht klein. Fundierte Analyse vorab, dann entwickeln einer nachhaltigen Strategie, also anfangs eine Strategie entwickeln, über was ich sagen wir mal für ein Jahr oder über ein Jahr lang schreiben will, ganz wichtig. Inhalte generieren und konstant aktuell halten, auf keinen Fall. Jede Firma hat eine gute Story, das ist für mich der wichtigste Punkt. Und wenn Sie mal ein Menü schreiben und noch wollen, möchten, dass jemand draufschreibt, dann schicken Sie uns die Karte, würden wir dann kostenlos für Sie erledigen. Ja, das war die Präsentation zum Thema Content Marketing. Ich hoffe, es hat ein bisschen was gebracht. Ich würde mich natürlich wie immer über Kommentare freuen. Mein Name ist Philipp Sauber und ich bin von der INM AG.